Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, heilige Paar. Launer Knabe im lockigen Haar, Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. So. Wie muss ich mir das Haar vorstellen? Ja, bitte nicht blond. Nein. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Ja. Sondern dunkel, ja. Und Arsch. Natürlich. Ja. Und außerdem hat natürlich ein Kind auch noch sehr viel Locken. Ja. Das ist ja auch etwas übertriebene Vorstellung. Wenn es Gottes Sohn ist, kann es schon gleich Locken haben. Ja? Ja, aber warum soll... Ist oft gemalt worden. Ja, weil es oft gemalt worden ist, muss es ja nicht richtiger sein. Hm. Ja, was alles gemalt worden ist, ist ganz toll. Da sind Sie als Theologe richtig Skeptiker. Ja, nicht? Also, ja, also historisch glaub, kritisch betrachten. Darum geht es ja auch gar nicht. Nein, nein. Es geht um die Geburt des Kindes, ja. Das Kind jetzt sozusagen... Man kann es besser streicheln, wenn Locken da sind. Ja, man kann es noch besser streicheln, wenn es gleich in einem Renaissance-Kostüm geboren wird. Ja. Ja, und gleich ein Rüschenkleidchen anhat. Ja. Das ist aber alles natürlich äußerst unwahrscheinlich. Goldene Schuhe. Ja, nicht? Aber da die Geburt ja in völliger Armut stattfand, wird es alles nicht gegeben haben, diese Attribute. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du holst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, bin mir sehr gefallen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die treue Unbeständigkeit, die zu aller Zeit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Ja. Und oh du Fröhliche können wir noch singen. Oh du Fröhliche, oh du Selige. Sie haben mal gesagt, ich könnte einen Handwagen hinter mir herziehen mit diesen ganzen Ehrungen. Ja, aber meine, das, je kleiner die Festivals sind, umso größer sind die Preise, ja. Aber gefährlich ist trotzdem der rote Teppich für Sie, sagen Sie. Ja, der rote Teppich wird dann gefährlich, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Ja, wenn man hingeht, ist man konzentriert, achtet darauf, welchen Eindruck man macht. Kameras rechts, Kameras links, Fotografen von vorne, ja. Da ist man sehr, sehr konzentriert und geht auch sehr langsam, weil man ja immer wieder stehen bleiben muss, lächeln muss. So. Und wenn man aber weggeht aus der Veranstaltung, weil sie einem hier ist, ja, und der rote Teppich ist leer, und dann sieht man plötzlich eine Stufe, die lässt sie meistens nicht. Und das war gestern. Bumm. Gestern. Ja. Wie geht das nun, wenn Sie haben ja eine relativ viel gravitative Masse, ja, also der Erdmittelpunkt zieht Sie an, ja? Nicht? Ja, 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 es ist halt so, dass man, hier war es, wenn der rote Teppich weich ist, dann kann man sogar frontal fallen, man kann so richtig so brumm, sich drauf fallen lassen. Wie ein Bauchklatscher im Schwimmbad. Steinboden ist, dann sollte man sehen, dass man im Fallen sich dreht, dass man mit der Schulter aufkommt und nicht mit dem Knie. Das kann sonst das Knie ein bisschen zertrümmern. Aber wenn Sie zum Beispiel mit dem Bauch aufkommen, ach, das wäre Ihnen nicht. Ja relativ, ja, das ist das doch so wie so mit dieser Prallsack im ja, Auto. Ja, das könnte man sich so vorstellen. Und man sagt, dass bei Ihnen sich der sozusagen willentlich, ja, in der letzten Sekunde, in einer Femtosekunde des Unfalls, ja, noch aufbläst sozusagen. Ja, aber unwillkürlich vermeidet man, auf dem Bauch zentral aufzufallen. Warum? Weil beide platzt. Weil nicht, dass man platzt, sondern weil man dann sozusagen den Körper nicht in der Kontrolle hat, sondern man versucht eben mit der Schulter aufzukommen und den Bauch eigentlich nicht zu benutzen und achtet darauf, dass man nicht mit den Knien aufschlägt. Der Bauch ist also ganz unwichtig. Man denkt nicht an den Bauch. Aber er wäre weich. Er wäre weich, man könnte das vielleicht auch trainieren, aber der Instinkt ist so, dass man versucht, nicht auf den Bauch zu fallen. Hier gibt es ja so einen bestimmten Alterswitz. Ja? Dadurch, dass man in Gefahr ist und nicht mehr so sicher sein kann, heil durch die Veranstaltung zu kommen, falls man eben sozusagen dieses Schwächemoment am Ende der Veranstaltung hat. Dadurch entwickelt sich sozusagen so eine Art
Unsterblichkeit, also ein Wissen, ja, wie man diesen Tücken, ja, des Körpers, des Zufalls, ja, 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 der Tücke, ja, des Objekts entkommt. Ja, man ist jedes Mal noch erstaunt, wie glimpflich man rausgekommen ist, nicht? Sieht immer ganz wahnsinnig für Außenstehende hochdramatisch aus, ja. Wird abtransportiert, ja, nicht? Die Helfer eilen herzu. Eilen herzu. Notarztwagen, und kommt man in der Klinik an, ja, kann man nicht mal erklären, warum man gekommen ist. Ja, außerdem, ich vermeide das auch möglichst. Ich stehe dann immer ganz schnell auf oder lass mir aufhelfen, ja, und sage, es geht schon, nichts ist passiert, so. So, auch gestern, sie winkten noch, ja, es waren keine Zuschauer mehr da, ja, es war ja die Veranstaltung zu Ende. Keine aber Kamera. Jovial, ja, nach allen Seiten, ja, und so weiter. Und dann gingen sie ihrer Wege. Aber die Knie waren schon blau, die waren schon empfindlich, sozusagen verletzt. Jetzt noch. Jetzt noch. Sie stolpern ja so, jetzt gehen sie die letzte Stufe, die ist nicht mehr, haben sie nicht übersehen, dadurch kriegen sie plötzlich eine Schräglage und schweben vorwärts. Wie ein Dampfer sinkt. Ja? Nee, nicht wie ein Dampfer sinkt, sondern wie ein Flugzeug schlecht landet. Ja. Ja? Ja. Ich falle also möglichst immer so. Also Schulter, Wange, Ohr werden notfalls beschädigt, aber selbst wenn das Ohr ab ist, ist es nicht lebensgefährlich. Es wächst nach. Ja, also und dann ist es, wie gesagt, bei dem roten Teppich eben, da kann man mit den Händen bremsen, solange der Fall nicht lange, man kann sich aber da kann verbrennen. Man sich beibrechen. Naja, verbrennen kann man sich dabei. Warum? Weil das Kunststoff ist. Und wenn Sie darüber langsausen, lange genug, dann haben Sie eine verbrannte Hand. Ja, so wie die Reifen eines Flugzeugs sozusagen qualmen. Ja, ja, aber ich meine, Kunststoff ist bösartiger. Ja. Nicht? Ja. Also diese Kunststoffsteppiche, wenn Sie da richtig dran lang schrammen, dann haben Sie sich also schon verbrannt. Die sind billig gemacht, diese roten Teppiche, nicht? Ja? Also früher waren die doch richtig aus Wolle, aus Afghanistan. Ach, na, ja, was weiß ich, wie das. Früher war es Sisal, ja. Ja? So, inzwischen ist das Massenware und wahrscheinlich wird die anschließend weggeworfen, ja. Früher wurden die. Gilt immer noch als vornehm, ja. Er ja, wurde immer aufgerollt. Pfad der Könige, ja, nicht? Ja, ja. Agamemnon wurde auf roten Teppich empfangen, ja. Und ja, rot floss dann nach dem Mord in der Badekabine, ja. Das ist aber gar kein Teppich mehr, sondern sozusagen eine bestimmte Fläche ist ausgeschlagen mit dieser roten Ware, ja, Billigware, ja. Es gibt nicht mehr den Teppich. Ja, der ausgerollt wird. Also das alte Bild, der rote Teppich wurde vor ihm ausgerollt. Das habe ich aber gestern gesehen, der wurde auch erst ausgerollt. Also auch diese schlechte Kunststoffware ja, muss gut ausgerollt werden. Gut, aber sie ist nicht, wie soll man ist kein sie Teppich transportieren? Mehr. Man kann sie ja nicht sozusagen so durch die Straße ziehen. Nein, das ist klar. Man könnte sie auch falten. Ja, aber Rollen ist es... Da ist ein Knicker aber drin. Gut, aber Rollen ist immer das Billigste. Ja. 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 Aber es ist kein Teppich. Was war das für eine Szene, die Sie erlebt haben, als der Schirm Ihnen in den Rücken gestoßen hat? Das war der Film Mystère. Da sollte ich sozusagen vor dem Fernseher gerade gucken, was Programm wählen oder was, als von hinten der Mörder erscheint und aus dem Regenschirm sozusagen ein Messer rauskommt als Spitze, ja, und das stößt er mir in den Rücken und ich sause mit dem Kopf, mit dem Gesicht voraus in die Mattscheibe hinein. Die war ganz ordentlich aus Zucker gemacht, aus Zuckerglas, ja, nicht? Bloß ich traute mich nicht so recht, mit dem Gesicht vorweg da reinzugehen und war etwas zögerlich und habe mir die ganze Nase aufgeschnitten, denn auch Zuckerglas kann schneiden. Was ist Zuckerglas? Das wird aus, wie man karamellisiert, also was sie sozusagen auf dem Crème Brûlée oben als Zuckerschicht drauf haben, das kann man auch ganze Formen damit gießen, Fensterscheiben machen.
nicht? Durch die man eben eigentlich, wenn man genügend Mut hat, auch leicht durchkommt, kann man sich reinwerfen, ja, nicht? Das wird alle, wenn sie jemanden sehen, der bei Explosionen durch ein Fenster fliegt, ja, das ist nie echtes Glas, ja. So. Als Belohnung sind Sie ja schon 17 Mal für den Oscar nominiert worden als beste Nebenrolle, ja? Und jetzt kriegen Sie sie für Gangs of New York erstmalig, nicht? Das ist schon eigentlich ein Lohn für das, ja, was man sozusagen erleben muss, ja, nicht? Aber durch weit über 100 Filme, ja, nicht? Ja, und genau, da gibt es natürlich manchmal wirklich unnötig gefährliche Szenen. Ich meine, bei Aguirre, ja, war die Idee von Herzog, dass ein Pulverfass explodiert und ich in voller Rüstung rückwärts in den Fluss stürze. Amazonas, ja. Ein Seitenfluss. Das war ja nicht Amazonas, ne? Nein, ein Seitenfluss. Ja. Egal. Bloß, ich meine, mit den schiefen und dem ganzen schweren Eisen wäre ich natürlich sofort ersoffen, wenn ich nicht wirklich gut schwimmen könnte, ja. Und ich habe dann, ohne dass Herzog es merkte, der nun ganz stolz war, dass ich so eine Szene mache, ja, die ganzen Schnallen gelöst, sodass ich ins Wasser geflogen bin, rückwärts und auch sofort untergegangen bin, aber mich unter Wasser sofort meiner Rüstung und meiner Stiefel entledigt habe und dann bin ich unterm Fluss durchgetaucht auf die andere Seite und die wurden jetzt natürlich nervös nach einiger Zeit, als ich nicht wieder auftauchte, ja. Und ich dachte, lass die mal strampeln, ja. Dann stakelten die mit ihren Speeren im trüben Flusswasser herum und wollten, um Gottes Willen, er ist tot, er ist ertrunken, ja. Nicht? Und ich dachte, das ist ja ein Versicherungsschaden geworden. Ja, so hat es der Herzog wohl auch gesehen, ja. Ich dachte, das ist die gerechte Strafe und habe da also die richtig zappeln lassen, ja. Es ist ja sehr gefährlich für einen Regisseur, ja, wenn er überzieht, ja, nicht? Also früher, Landwirte haben oft ihre Scheunen abgebrannt, ja, wenn sie überschuldet waren, weil ein Versicherungsschaden konnte sie gerade noch retten. Ja, das ist... Es passiert auch so, dass wenn zum Beispiel ein Hauptdarsteller durchdreht, wie zum Beispiel Kinski, ja, plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr da ist, ja, was keinen Versicherungsschaden darstellt. Das stellt natürlich keinen dar. Und, wenn auch der Regisseur verunglückt, ja, nicht? Ja. Wenn der Regisseur verunglückt, ist das ein Versicherungsschaden, wenn er versichert war. Man muss ja den Regisseur nicht versichern, aber es ist immer vernünftig, ihn zu versichern. Aber in einem Fall, den Sie jetzt nicht nennen, ja, stürzte sich der Regisseur, ja, weil der Schauspieler ihn verlassen hatte, der Hauptdarsteller. Ja. Von einem sehr hohen Gerüst. Von sehr hohen Gerüst und auch noch so blöd, dass er sich tatsächlich den Schulterknochen brach und so die eine Dings hier rausguckte, ja. Er war wirklich schwer verletzt und hat auch eine schwere Gehirnerschütterung, ja. So dass der Kinski, der Film unterbrochen werden muss. Ja, der Hauptdarsteller war längst wieder da, ja. 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 Das war aber außer Gefecht, ja. Und Versicherungsschaden, ja, nicht? Ja, natürlich. Und man konnte nochmal sich besinnen und neu anfangen. So ungefähr, ja. Verhöre abgehalten und etwas, wenn Sie gläubige Menschen verhörten, ja, scheint auf Sie übergesprungen zu sein. Sie sind ja dialektisch, materialistisch geschult und Marxist. Das bleibe ich auch. Aber es ist durchaus so, dass vieles mir einleuchtend erscheint und ich überzeugt bin, dass es gibt. Und so kommen Sie auf die vergleichende Anatomie der Engel. Ja, Anatomie ist natürlich die Form der Engel. Wie stellen sich Engel meinem Auge dar? Das muss nicht absolut sein. Aber sondern sehen kann man sie doch wohl nicht. Das ist natürlich ein inneres Auge. Ich muss mir sie ja vorstellen können. Und das schafft dann die Form. Und die Form kann eigentlich, wenn man sich genau überlegt, nur die Kugelform sein. Denn sie muss ja perfekt sein. Sie muss die Form sein, die auch am schönsten ist. Die völlig in sich ruhende, ausgeglichene
Kugelgestalt. Also Beine können Sie nicht haben? Nein. Flügel haben Sie auch nicht? Nein. Nein, Sie müssen ans Auge denken. Sie sind platonische Körper. Ja, aber es ist vor allem so, Sie müssen sich vorstellen, die Essenz eines Engels. Und das ist meiner Meinung nach das Auge. Und das Auge ist ja eine Kugel und ist ja ein Mikrokosmos unseres gesamten körperlichen Seins. Wiederholt sich ja im Auge sozusagen komprimiert oder sublimiert. Ja, und deswegen stelle ich mir Engel vor, eigentlich wie ein großes Auge. Ein Auge? Ein Auge. Sie werden aber in Byzanz dargestellt als tausend Augen. Richtig. Und es gibt auch Darstellungen, wo sie drei oder vier Flügelpaare haben, was auch sehr schön ist in der Darstellung. Aber es ist natürlich nicht die Idealform. Die Idealform muss widerstandslos sein und das ist nur die Kugel. Die Engel sind lebendige Planeten, heißt es hier bei Ihnen in Ihren Aufzeichnungen. Ja, wobei das Wort Planeten sozusagen Gestirne insgesamt ist. Die sich um etwas bewegen. Ja, ja, natürlich. Und sie bewegen sich natürlich. Wenn Sie es hier auf dem blauen Planeten selbst tun, sind Sie nicht selbstständige Planeten im Sinne von Sternen, Himmelskörpern? Naja, und vor allem, ich meine, man muss ja an den obersten Engel, die Sonne, denken. Ja, und deswegen sind sie natürlich Gestirne, die um die Sonne kreisen. Von den Sinnen der Engel heißt eins ihrer Kapitel. Ja. Sie haben Sinne, Sie sprachen von den Augen, aber Sie haben auch eine sehr zart, durchlässige Haut. Ja, natürlich. Ja, eine Seifenblase. Die Verständigung der Engel untereinander geht ja über Licht, über Farben, über Farbveränderungen. Ja, das ganze Prisma spielt sich ja sozusagen innerhalb dieser Kugelgestalt ab. Ich meine, ich muss nicht an das menschliche Auge denken, wenn ich mir einen Engel vorstelle, sondern es ist ein, wenn Sie so wollen, göttliches Auge, wenn es, um den Ausdruck nur zu benutzen. Ja. Nicht, dass ich jetzt etwa an Gott glaube, sondern es ist die Möglichkeit. Göttlich wie der Eindruck, den Sie in Nordrussland hatten, als Sie durchreisten, ja, ja, und diese Farben sahen. Natürlich. Ja, die Farbveränderung, das war's. Das war's und das ist es auch. Es kann es auch gar nicht anders sein, denn es gibt nichts anderes und nichts Schöneres als dieses Prisma von Farben, von der Dreifarbigkeit, die es gibt. Ist das nicht furchtbar, wenn Sie denn vor der Kommission, der Parteikommission sitzen und so etwas sagen? Ja? Ich habe es gesehen. Ja? Und die Parteikommission sagt, das dürfen Sie gar nicht gesehen haben. Ja? Sie sind dialektischer Materialist. Ja? Wieso? Ein Kommunist kann doch nicht Engel sehen. Nein, aber ich kann die Wahrnehmung haben, ja, von Engel. Und kann die sozusagen so ausdrücken. Man sagt ja, wenn man also einen Gewehrkolben auf den Kopf bekommt, ich habe die Engel sehen hören. Ja, weil wenn Sie einen Gewehrkolben auf den Kopf bekommen, sehen Sie ganz kurz einen Blitz durch Ihr Gehirn und da sehen Sie wieder die Prismafarben. Die Sonne, ja, heißt es hier in, ja, einer Ihrer Aufzeichnungen, sei eigentlich der Hauptengel. Ja, ja, also besteht aus Wasserstoff und Helium. Ja, und dann die Korona. Und in der obersten Spitze der Korona, dort, wo sie am heißesten ist. Gold? Ja, also flüssiges Gold, nicht Gold, ja, sondern kochendes Gold. Kochendes Gold und Edelgase. Da ist sozusagen das Domizil des obersten Engels. Kristalline aus Edelgasen, ja, die es auf Erden gar nicht geben kann. Richtig. Hitzen von 1 Million Grad, 300.000 Grad. 300.000 Grad, das, ja, reicht ja, ja schon. Reicht ja schon. Können wir uns schon gar nicht ganz mehr vorstellen. Warm, ganz schön heiß. Ja. Und dieser große Körper, der ist der Sitz sozusagen, ja, nicht? Der auch zu uns herreicht. Ja. Das ist also die äußere, eben diese äußere Korona, nicht das Innere. Nicht die Sphären, die da darunter liegen, sondern diese äußerste Spitze. Sie müssen das wirklich. Das ist eigentlich nur ein winziger Spitzenpunkt. Da sitzt das Höchste. Ja, das ist fast also das Gleichnis, dass der Engel auf einer Stecknadelkopf Platz richtig hätte, ja, ganz richtig gewählt ist, richtig, ja, weil sie sozusagen Mikrostruktur haben. Ja, richtig. Auf Plancklänge ist, ja, ihre Anwesenheit wahrscheinlich. Ja? So ist es. Nicht? Was ist der Einfluss der Moderne, ja, auf
die diese Geisteswesen, ja, zum Beispiel, es soll es Raubengel geben, die jetzt in der Moderne stärker hervortreten. Also Sie meinen die Würgeengel, ja? Ja. Das ist eine nicht ganz ausgegorene Wissenschaft der Engel, die betrieben wird im zunehmenden Maße. Oder Gemeinschaft der Engel? Ja, nein. Es sind Einzelne. Es sind Einzelne. Es gibt keine Gemeinschaft, auch wenn wir uns Engelschöre vorstellen können. Sind die Engel Einzelwesen? Die sind aus der Ordnung, der kristallinen Ordnung, der Gesamtheit der Engel, ja, ja. Aus denen die Himmel bestehen, ja, ja. Ausgebrochen, richtig? Herausgebrochen. Herausgebrochen. So und wie eine Zacke aus der Krone. Und sie haben natürlich zum Zeit auch Elemente des Ex-Engels Luzifer. Ja, sie haben also durchaus auch luziferische Elemente. Denn Luzifer gilt ja auch als gefallener Engel. Glühend wie ein Rubin. Das heißt also, die Farbgebung, ja, ja. Nicht, ist unter Umständen bestechend. Bestechend. Und dann ist ja eben auch die paarweise Ansetzung der Flügel. Es gibt ja zweiflügelige, vierflügelige, sechsflügelige und achtflügelige Engel. Das ja. ist sehr großer Unterschied zwischen eben den Rängen, die innerhalb dieser Struktur. Die Würgeengel sind nicht durch die Hierarchie gekennzeichnet, sondern durch den mörderischen Input. Ja? Genau. Jetzt haben Sie auf der anderen Seite den Antichrist, von denen wahrscheinlich 7 ja, in der Welt. Ja? Oder 12. Ja? Oder einer. Oder einer. Und einer in verschiedenen Formen. Ich würde einfach davon ausgehen, das Wesenspotenzial des Antichristen ist, dass er verschiedene Formen, verschiedene Mengen annehmen kann, aber letztendlich ein Geist des Bösen ist. Hat aber nichts zu tun mit irgendeinem, der sozusagen Gestank absondert und einen Pferdefuß hat. Nein, das ist ja, was Sie jetzt schildern, ist ja sozusagen der Shaitan, der Teufel, ja. Der Teufel. Karikatur hat mit Antichrist nichts zu tun. Nichts Antichrist zu tun. Ist eine gebildete Erscheinung, ja. Nicht? Der ist es überhaupt nur eine Erscheinung? Es ist ja kein Menschenwesen, ja. Auch die Vorstellung auf dem Thron Petri wird der letzte Papst wird der Antichrist sein, ja. Ist ja nur die Vorstellung, dass das Wesen, das den letzten Papst sozusagen in Besitz nimmt oder in Besitz hat bereits, bevor er Papst wird, dass er von dem sozusagen, von diesem Wesen geleitet wird. Kann der außerirdisch sein? Muss nicht. Warum sollen wir jetzt außerirdische Elemente hineinbringen? Gar nicht gesagt. Außerdem, warum soll das Außerirdische schlecht sein? Vielleicht ist er ganz gut. Das heißt, wenn die Menschheit am totalen Maximum der, wir sehen es heute als Verderbnis angekommen ist, kommt es zum jüngsten Gericht, dann ist es das Ende. Nicht? Der Antichrist wird sozusagen die Tür öffnen zu allem, was in uns steckt an Schlechtigkeiten, so wie wir sie sehen. Immer vergessen, dass vor Gott das alles nicht zählt. Nicht? Vielleicht das also wunderbare. Es gibt ja keinen guten Gott oder bösen Gott, es gibt nur einen Gott. Der ist allmächtig, der kann alles zulassen, lässt auch alles zu, ja. Er ist immer präsent. Es ist nicht, dass der irgendwas nicht sieht oder doch sieht, sondern sowieso da. Aber das ist die aristotelische Definition, die Sie wie ein guter Heide hier vortragen. Ja, weil ich meine, es hat doch keinen Sinn, seine Augen zu verschließen vor der Gefahr des Antichristen. Der Antichrist ist natürlich die Auflösung der aller Werte, die wir uns durch die Kirche gegeben haben. Nicht unsere sittliche Struktur, besonders hier im Abendland. Rückkehr zu Aristoteles, ja? Rückkehr zu den Klassikern des spanischen Arabismus. Ja? Das könnte doch auch sozusagen eine sehr offene Struktur enthalten, die nur den Namen Antichrist bekommen hat, so wie dieser Mönch hier, der Denunziant, ja? Nicht? Eine Schlange sieht. Was ist an Schlangen eigentlich böse? Nichts. Nichts. Gar nichts ist böse an Schlangen. Every day, Prozac, every day.
diese Griechen, also kleinwüchsig, listig, ja? Perfide, würde ich sagen. Ja. Ihr Urgroßvater hat mal den Odysseus beschrieben nach Quellen. Ja. Ja. Wie klang das? Gräußlich. Schiefe Schulter? Ja, ja, und wie gesagt, ein verlogener Bursche, nicht vertrauenswürdig überhaupt, hätte er nie als Beamter irgendwie eine Chance gehabt. Und mit der Einstellung, ja, konnten die bayerischen Beamten, erfahren seit dem 30-jährigen Krieg, ja, ja, durch Montgelas, der Aufklärung vertraut, ja, ja, die beste Beamtentruppe, die es gibt, ja, im 19. Jahrhundert, ja, oh ja, auf deutschem Gelände, ja, konnten sie aber in Athen nichts werden. Sie hatten sozusagen, es gelang ihnen nicht, ja, ihr Herz für die Griechen zu erwärmen. Nö. Ich meine, auch die Griechen haben unser Herz nicht erwärmt. Und wir, das der Griechen wahrscheinlich auch nicht. Das Land der Griechen mit der Seele suchend waren ihr Vorfahr, ja, und seine Beamten, ja, Mitbeamten und der König Otto, der wohl ein bisschen gaga war, oder? Ja, ich meine. Und in Griechenland jetzt, wie leben die da? In Zelten zunächst? Ja. Blockhütten? Ja? Nee, nee, Blockhütten nicht, aber. Keine Hotels dort, ja? Nicht? Nein, nein, aber meine. Es gab schon Bauten, die man requirieren konnte. Ja. Aber also in Zelten haben wir nicht lange gelebt. Nein, nein. Wegen jetzt der Hygiene. Schreibt Ihr Urgroßvater. Aber das nächste große Erlebnis betrifft schon Ihren Vater. Ja. Das ist sozusagen Griechenland im Zweiten Weltkrieg. Das genau. Ja, es ist Weimarer Republik und dann der Zweite Weltkrieg. Also die Machtergreifung dieses Österreichers und dann. Und jetzt Griechenland beschäftigt das Deutsche Reich das ganze Frühjahr 1941, sodass man in den russischen Winter marschiert. Ja. Es gibt bayerische Autoren, die sagen, ja, das hat den Sieg im Osten gekostet. Ja. Und jetzt kommen Sie, ja, und Sie beobachten 1990. Ja. Ja, jetzt von Bayern, nicht mehr bayerischer Beamter. Ja? So ein EU-Beamter. Der zuständig ist für Angelegenheiten des südlichen Balkans. Und zum südlichen Balkan, das würden die Griechen allerdings ablehnen, so genannt zu werden. Ja? Denn sie sind Hellenen. Ja? Ja, ja, ja. Sie sind Nachkommen der Antike. Ja. Sie sind irgendwie in den falschen Zeitraum hineingerückt. Und die nehmen wahr, dass es hier die Wiedervereinigung und Veränderungen in Europa gibt, die der Zustimmung innerhalb der EU bedürfen. Ja, ja, sie machen vor allem diesen Zypern-Coup, ja, indem sie also die von ihnen gehaltene Hälfte von Zypern, ja, per Gewalt praktisch in die EU zwingen. Das heißt, sie stimmen der Wiedervereinigung Deutschlands und der Veränderung der Grenzen, ja, nur zu unter der Bedingung, ja, dass Südzypern, ja, EU-Mitglied wird. Ja, und damit ist natürlich in Präjustiz da, dass die Türkei nie in die EU kann. Nee, denn das würde ja bedeuten, dass diese Frage gelöst wird. Ja. Also, dass Zypern wiedervereinigt wird. Ja, ja, und das wollen beide Seiten nicht. Nee. Konnte man vorhersehen. Das heißt, Sie haben hier einen kleinen Mitnahmeeffekt. Ja? Sie haben sich einen Vorteil verschafft. Wer? 1990, wir, Griechenland. Achso, Griechenland, nicht wir, ja. Bayern. Nee. Nein, 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 gar nicht. Ja. Nein. Sie haben es mit Skepsis betrachtet. Haben Sie haben einen Schriftsatz Skepsis gemacht, Sie haben einen Vermerk gemacht. Ja? Ja. Dies ist nicht ganz korrekt. Ja? Hier ist ein. Nö, es widerspricht den EU-Richtlinien total. Eine Zustimmung abhängig zu machen von einem Vorteil. Ja, außerdem hatten die Griechen ja schon geschummelt bei Aufnahme in die EU. Sie haben das zweite Mal geschummelt bei der Einführung des Euro. Ja, und das ist jetzt 10 Jahre später, ja? Also eben noch sieht man, Griechenland zwingt die übrigen Länder und insbesondere Deutschland, ja? Nicht? Hier Zypern anzuerkennen als EU-Mitglied. Und jetzt kommt hier der Euro. Ja, und da haben sie nun schwer geschummelt. Ja? Aber wie? Und jetzt kommt der nächste Punkt, die Jetztzeit. Ja? Und Ihre Meinung ist, was Sie geschrieben haben jetzt, der Frau Ashton, ja? Griechenland, die Richtlinien, die Richtlinien wirklich anzuwenden. Maastricht wirklich, ja, anwenden. Ja, das heißt, Griechenland muss ausgeschlossen werden. Ja.
Ach, so weit gehen Sie. Also nicht, ich gehe so weit, nicht ja. Nur, dass der, die Drachme wieder eingeführt wird? Ja, das ist deren Problem. Wir können sie vielleicht sogar gar nicht zwingen, auf den Euro zu verzichten. Man könnte nicht die Exklave Athen und Mykene, ja, und vielleicht noch irgendwie, wo Minos Palast ist, auf Kreta, als exterritoriales Gebiet und Weltkulturerbe ausnehmen, in der EU belassen und das übrige Griechenland ausschließen. Also wenn Sie Athen drin lassen, dann haben Sie den ganzen griechischen Klüngel weiterhin drin. Verstehe. Ich meine, da hilft die Akropolis auch nicht drüber hinweg. Nein. Nicht? Nein. Kreta und die Trümmer, die Haufen da, der ehemalige Palast des Minos, ja, das bringt es auch nicht. Enttäuschend. Also enttäuschend. Ihr Urgroßvater schreibt, ja? Nicht? Ja. Also Besuch. Ja? Ja, ich bin selbst mal hingefahren, also ja. Das ist nichts. Nichts. Also 1941, als unsere Fallschirmjäger dort waren. Die war auch nichts. Naja, aber sie haben immer so ein Stückchen Stein abgeklopft, ja, und gesagt, gut. Das ist von Minos. Das ist also sozusagen hier vom Labyrinth ein Stück und nach Hause geschickt. Ja, ja. Vielleicht ist es ein Glücksbringer. Ja, vielleicht. War es aber nicht. Nein. Wie kommen Sie mit Frau Ashton aus? Gut, ja. Gut. Also auf dieser Basis, dass sie sozusagen dieses bayerische Erbe anerkennt. Aber sie das, spricht nicht bayerisch. Nein, aber ich spreche Englisch. Ja. Und, nicht ich Französisch. Also die Verkehrssprache in Brüssel ist doch eigentlich Französisch. Ich kann auch Französisch. Ja, genau. Ja. Und bei uns in der Familie wurden die Sprachen immer hochgehalten. Ich kann sogar Italienisch. Sogar Griechisch, nicht? Wie? Also sogar Griechisch. Also die Sprache dessen Verwaltungsgebiets, ja, soll man beherrschen. Nein, bei uns in der Familie ist es Tradition, eine vollhumanistische Ausbildung. Latein das heißt also, und Griechisch. Sie verfallen immer aus Neugriechisch mal schnell ins Altgriechische und dann verstehen die Sie nicht. Ich wollte gerade sagen, also ich kann besser Altgriechisch als Neugriechisch. Also die Nomura Bank in Tokio, ja, ja, wird gebeten um einen Beitrag zur Liquidität. Ja. Dann fahren Sie nach Kanton, Kantonalbank. Ja, wahrscheinlich nach Shanghai. Die haben ja genügend Schirme bereitstehen. Geben aber nicht her, ja, ohne lange Berechnungen zu machen. Also großzügig ist das alles nicht in Ihrem Geschäft. Ja. Das ist leider... Beharren auf Rückzahlung. Ja, das ist klar, dass ich mal auf Rückzahlung beharren, ist ja gut. Aber das Schnelle zur Verfügung stellen, würde natürlich viel Geld sparen. Ja. Ich meine, jeder Tag, den wir hier sozusagen verzögern, ja, muss ja doch, die Schirme müssen ja bereitgestellt werden. Anders geht's Warum ja gar nicht. Machen Sie das eigentlich nicht telefonisch oder mit Internet und fahren da immer selber hin? Ist das so wichtig noch? Das ist schon so wichtig, dass man sich Auge in Auge gegenüber sitzen muss. Ja. Das ist auch nicht mal mit einer Videokonferenz zu erledigen. Was machen die Augen da? Also Sie sehen jetzt in die Augen eines Chinesen. Ja? Ich sehe in die Augen eines alten Freundes und muss versuchen, ihn zu überzeugen, eventuell in seinen Augen etwas Riskantes zu unternehmen, nämlich mir nochmal Schirme zur Verfügung zu stellen. Ihr Großvater, der sich erschoss, hatte zwei Söhne. Ja? Ja. Und seither sind immer in ihrer Familie der eine, ja, ist Banker und der andere ist Theologe. Ist Geistlicher. Ja? Der ja. eine räumt zusammen, ja, die weltlichen Schätze, ja, der andere die Seelen. Die geistlichen, die Schätze Gottes. Ja? Ja. Sodass also im Grunde eine doppelte Buchung, ja, dieser Familie zugrunde liegt. Ja. Sicherheitshalber. Sicherheitshalber. Und geht das Kapital nach unten, geht wie beim Wetter,
Wettermännchen, ja? Das geistliche Gut nach oben. Das Wettermännchen, das ist die Waage der Justiz, ja. Das ist eine ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Das heißt also, es ist gerecht, dass sozusagen das Bedürfnis nach Glaube um das größer ist, wie der Kredit entschwindet. Ja. Kann man so sagen. Das ist ein bisschen zu witzig für die für den Ernst der Situation. Ja, ich würde auch sagen. Ich meine, das hängt schon zusammen. Ich würde sagen, in Krisenzeiten ist der Zulauf bei meines Bruders Phoenixkirche, Pfingstkirche, ja, wesentlich größer als in Zeiten des Wohlstandes, der Konjunktur, wo die Leute mehr an Konsum denken. Das Kleingedruckte in Aktien entziffern, ja, nicht, sind sie beschäftigt und können nicht geistige Texte lesen. Aber wenn sozusagen alles den Orkus hinunterging, ja, nicht, dann erwacht sozusagen auch gerade bei einfachen Menschen das Bedürfnis nach Sicherheit, die eben auf der Kapitalseite nicht mehr gegeben sind, wird dann eben sozusagen auf der Seelenseite besorgt. Religion ist keine Dienstleistung. Spiritualität ist auch notwendig und kann das Ich entlasten. Ja, ich meine, es ist auch Dienstleistung als solche. Es ist ein Produkt. Ja, aber. Es ist ein Derivat. Nein, es ist kein Derivat. Aus ihm entstehen Derivate. Es ist ein originäres Produkt und die Dienstleistung ist sozusagen in das Produkt eingeschlossen. Ist es ein garantiertes Produkt? Ja. Das ist das Großartige, dass dieses Produkt sozusagen von Gott selbst sozusagen garantiert wird. Das ist etwas Wunderbares. Diese Garantie träumt sich jede Bank. In Ihren 10 Thesen zur Religion im 21. Jahrhundert ist ja Nummer 1, dass Sie sagen, die Vielgliedrigkeit des Glaubens nimmt zu. Ja, der Glaube ist ein Tausendfüßler. Ja, das ist ja auch ersichtlich. Das ist ja keine tolle These, die ich jetzt erstmal hätte entdecken müssen und aufstellen müssen, sondern das ist Tatbestand und man muss sozusagen ihn einbeziehen und mit ihm leben. Und zwar positiv leben. Und das kann man. Aber ich habe jetzt ungefähr 200 Millionen unglückliche Klienten, die nämlich mit der Pleite meines Bruders oder ähnlich gelagerten Fällen Hab und Gut verloren haben. Haben Sie gleich mit rübergenommen, ja, in die Gemeinde. Ja, die heißt? Ihre Gemeinde wir heißen Phoenix Pfingstkirche. Das heißt also, wie ein Vogel, der wieder aufersteht, der verbrennt. Ja? Der Phönix aus der Asche erneuert sich sozusagen durch seine Verbrennung, seinen Flammentod. Das ist so ein altägyptischer Mythos eigentlich. Das ist Osiris, ja. Osiris. Ja. Und das ist eine Beimischung sozusagen, ja? Eine positive der Beimischung. Der äthiopischen Version des Christlichen, ja? Ja, von der ich habe gar keine Hemmung, mich direkt auf Osiris zu beziehen. Ich muss nicht den Umweg über Äthiopien nehmen und Frühchristentum, sondern das ist sozusagen der Einbezug der Sonne in unser religiöses Gebäude. Ja? Und ich sehe gar kein Problem, Christentum und Sonne zusammenzuhalten. Sie haben aber auch Probleme. Also einige der neu gebauten Kirchenschiffe, ja, da in Kalifornien, ja, die Sie errichtet haben, die haben Sie ja auf Grund und Boden mit Hypotheken errichtet. Ja? Ja. Und da lastet es auch drauf. Kann sein, dass sie abgerissen werden. Na eben, wer reißt so schnell schon eine Kirche, ein Haus Gottes ab? Da wird Hemmungen da sein. Das wird vielleicht von jemandem erworben und uns geschenkt werden. Ja, da habe ich gar keine großen Ängste. Früher haben ja Bankiers, die ihr Vermögen in die Insolvenz geführt haben, sich eine Pistole an die Stirn gesetzt. Ja, davon haben Sie abgesehen.
Mein Großvater hat das auch noch getan. 1877. Ja. Große Krise, Schwarzer Freitag in Wien. Richtig. Ja. Gut. Da, aber schon ihr Vater nicht, der war auch Bankier. Der 1929. Ja. Der hat das Ganze wieder aufgebaut. Er sah davon ab. Ja. Ja, geriet natürlich 1929 in die große Wirtschaftskatastrophe und sah davon ab, weil er gar keine Veranlassung zu einem solchen blutrünstigen Schritt sind, der auch niemand weiterhilft. Das war ja noch eine Ehrenfrage in Wien. Ja. Ja. Nun ist es so, es trifft Sie ja schon, ja, nicht hier, also ein traditionsreiches Unternehmen, ja, den Kredit, ja, den Glauben der anderen, so aufs Spiel zu setzen. Ich muss Ihnen sagen, mein Vater hätte vielleicht noch so gedacht, ich sehe diese traditionsreiche Unternehmen, hier geht einfach eine Bank, der ich zufällig vorstand, ja, weg, es werden neue entstehen, ich werde neue Tätigkeiten haben. Was machen Sie jetzt? Also Sie schreiben jetzt ein Buch. Ja, ja, gut. Jetzt haben Sie die Zeit, ja, niederzulegen, ja, zur Unterrichtung, ja, es ist der einfach, nächsten Generation. Ja, ja, ich meine, der Untertitel ist über den rechten Umgang mit dem Kapital. Und was ich so eigentlich deprimierend hier finde, ist der Bildungsstand. Und jetzt haben wir durch Verhör eines englischen Cambridge-Professors herausbekommen. Historiker. Ja? Historiker. Kriegsgefangener. Ja, Kriegsgefangener. Von der britischen Truppe. Ja. Ja. Mussten Sie prügeln? Nein. Nein, nein, nein. Er hat freiwillig nein. ausgesagt. Er hat freiwillig ausgesagt und eigentlich vorwurfsvoll ausgesagt, dass wenn wir es dafür können, dass dieser Niedergang der Kultur und der sprachlichen... Einer antiken Landschaft, Arkadiens, ja, das zu 100% alphabetisiert war in der Antike. In der Antike. Und dann plötzlich einen Einbruch erlebt. Und zwar führt er das zurück, und das scheint mir auch logisch sehr nachvollziehbar, auf die Besetzung der ungefähr 10 Jahre durch Alarich. Und die Goten. Ja, und die Goten. Die später Rom einnehmen. Und Später. Erst vorher liegt diese Episode, dass sich hier sozusagen dieses Land besetzt halten, eigentlich zur Strafe besetzt halten, und sie prügeln die Sprache und die Kultur nicht aus den Leuten raus. Die Leute fliehen einfach. Die Leute entziehen sich dieser gotischen Besetzung. Jeder, der lesen und schreiben kann, sucht zu entkommen. Ja, und dadurch entsteht sozusagen, was zurückbleibt, ist sozusagen der Abschaum oder der nein, Rest. Nein, 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 der Leute, die nicht, also die Möglichkeit haben, wegzugehen. Ja, ja, gut. Ja? Also, nicht die Armen. Die Armen, genau. Ja. Gut. Soll Arme nicht als Abschaum bezeichnen, ist richtig. Und das jetzt wieder gut arme zu machen. Arme Seeleute, arme Landbearbeiter, Bauern. Auch arme Priester, die jetzt nicht mehr lesen, ja, ja. Sondern sozusagen das, was sie gelernt haben, mündlich rezitieren. Orale Tradition. Ja, wobei die Sprache eben auch langsam abstumpft, verschliffen wird und die Leute oft gar nicht mehr wissen, was sie da sagen. Sie rezitieren sozusagen, sie leiern es herunter. Und ich finde, wir haben irgendwie wir haben eine Verantwortung, diesen Schaden, der gewollt oder ungewollt durch Alarich
Denn der ist uns zuzurechnen. Ja, nicht? Also dem Deutschen Reich. Schon, weil wir so viele Gedichte darüber gemacht haben. Ja, und weil wir diese Gotenverehrung auch so auf die Spitze getrieben haben. Ja? Denn an sich haben die ja mit uns nichts zu tun. Nein, nein, aber wir hätten es gerne. Nicht? Wir sind irgendwie verpflichtet, diesen Leuten hier diese Kultur zurückzugeben. Und deswegen habe ich jetzt hier ein Aufforstungsprojekt in Sachen Bildung. Das hat der Grieche mit der Seele suchend. Ja, ja, und das ist jetzt nicht mehr die Griechen mit der Seele suchen oder Griechenland mit der Seele suchen, sondern die griechische Kultur, ja, wieder aufzuforsten. Re-antikisieren. Nein, 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 antikisieren ist wäre auch falsch. Rehumanisieren. Ja, die Humanitas, die hier ihre Basis hatte, sozusagen wieder zu installieren. Wie ein Garten. Ja. Ja. Und das ist die Heeresreform, die Bildungsreform von 1807. Ja, natürlich. Jena und Auerstedt. Davon, darauf basiere ich auch. Ja. Das ist auch für mich sozusagen das Vorbild. Denn ich meine, diese Heeresreform, die auch die deutsche Volksschule dann in der Folge ohne hatte. Ohne deutsche Volksschule kein deutscher Unteroffizier, ohne deutscher Unteroffizier keine Schlacht bei Königgrätz. Das heißt, das ist die Tradition. Eben. Und diese Tradition müssen wir hierhin verpflanzen. Sie sind ja Volksschulrektor. Ich bin Volksschulrektor, ja. Und Sie haben jetzt hier 7 Unteroffiziere, 12 Obergefreite, ja. Alles. Ja, alles ehemalige Lehrkräfte, ja. Leider wenigstens von humanistischen Gymnasien. Also ich muss sozusagen mit dem auskommen, was ich habe. Aber für die Aufgabe, die ich vor mir habe, die ja erstmal die Basiselemente vermitteln soll, reicht das aus. Und wir starten jetzt ein Bildungs-, Forschungs-, Auftrags-, Aufforstungsprogramm, ja, um, wie gesagt, die Kultur zurückzubringen. Schreiben, lesen. Lesen, richtig aussprechen. Antike, ja. Griechische Vokabeln. Und Grammatik? Ja, das ist dann der zweite Schritt. Die Grammatik geht nicht gleich in die Köpfe rein. Die Leute müssen erstmal die Schriftzeichen wieder so aussprechen, wie sie ursprünglich mal ausgesprochen wurden. Und nicht aus zum Beispiel wie I auszusprechen. Ja, oder solche Scherze, die sich inzwischen das moderne Griechisch leistet. Herr Oberstudiendirektor, Sie zählen zu denjenigen, die sagen, die Rechtschreibreform geht noch gar nicht weit genug. Nicht Rückkehr zu der alten Schreibweise, der klassischen, nein, der Gottes Willen, sondern eine Purifizierung der Schreibweise, und zwar unter Einbezug der kindlichen Fantasie. Ja? Also eine Kirche ist groß, wird groß geschrieben, und eine Kirche ist klein, kann man klein schreiben. Das ist eine Möglichkeit. Man müsste auch ein System erfinden, wo ich sozusagen Zuwendung, also Hinneigung und Ablehnung in der Sprache unterbringen kann, wie die Italiener das machen mit Grossone und Grossaccio, ja, ja. Nicht? Oder Piccolino. Palazzaccio. Palazzaccio ist der Scheißpalast, ja, ja. Ein hässliches Gebäude, ja, mhm. Nicht? Ein Palazzone ist eine mächtige, große Geschichte, ja, nicht? Ein Palazzetto ist ein kleines Palästchen, ja. Wie stehen Sie zur Silbentrennung? Ich würde die Silbentrennung, wo wir im Internet heute sind, wenden, dann nach Sinn machen und nicht nach Regeln. Also Demokrati. Ja, es ist auch voll so. Vollenden. Ja, es ist ja, es wird ja heute schon so gedruckt, wenn die Zeile voll ist, wird getrennt. Ja. Es wird ja bei vielen so gemacht bereits. Ja. Also Vollenden mit 2 L. Dann kann man wenigstens, man weiß, das ist nicht die Schweinelende. Ja, also man weiß einfach, das ist die Vollendung. Oder Vollenden. Ich kann doch die beiden Ls auf die nächste Zeile setzen. Natürlich. Ich kann auch mit LL anfangen, ja. Ja, und man kann mit 3 L schreiben plus einen Y und TZ. Damit würde das sozusagen. Ja, eins muss sofort abgeschafft werden, dass das C, dieses lateinische C, macht überhaupt keinen Sinn, kann durch Z ersetzt werden, ja. Vor CK, dann mache ich lieber ein Doppel-K, ja. Ach, und wie würden Sie schreiben, Fraktionsausschuss Schifffahrtskonferenz? Fraktion mit K, ja. Ja, nicht? Aber man könnte es doch auch mit C schreiben. Ja? Nein, ich habe C abgeschafft. Ach. Es gibt kein C mehr. Herr Studiendirektor, da machen Sie immer ein Z oder ein K hin.
Ein K in diesem Fall. Ach so, also wie bei Cäsar. Cäsar? Cäsar mit Z. Wie Zäsur. Ja, wie Zäsur. Ja, und mit Z und warum nicht mit C? Man ich habe das C doch abgeschafft. Das ist Gewöhnung. Was heißt das denn? Ja. Das C brauchen wir in unserer Sprache nicht. Wir können auch das vor nichts, das Z und das C wegnehmen und ein X hinsetzen. Nix. Ja. Aber Mittagslaube beispielsweise oder Mittagslaune. Ja. Oder Mittagsessen, wie viele Tees werden Sie da geben? Ja, es ist ja Mittag. Ja, und da es in der Mittags ist, würde ich 3 Tees geben, ja, damit die Symbolik des Mittages und es wäre irgendwie da ist. Wie 3 Säulen, die ja, tragen das. Ja. Ja, die frühe, die späte und in die der Mitte. Mitte ist die Mittelsäule. Die 3 Tees, ja. Und wie schreiben Sie Forelle mit 4 F, wenn sie schmeckt? Ich kann sie mit 3 ich würde es nicht übertreiben. Ja. 3 für eine besonders gute Forelle würde ich machen. Wenn sie norddeutsch ist, mit 2 R. Und wenn sie süddeutsch ist, mit 1. Forelle, ja, oder Forelle. Ja, und rein, ja, warum ist da ein H hinter dem R? Weg, das kommt weg. Weg, ja, das kommt da weg. Ja. Nicht. Ja. Bei einer Tastatur, ja. Ja, beispielsweise auf dem Internet, werden ja die Buchstaben XYZ viel zu wenig benutzt. Ja. Man muss es also ein bisschen demokratisieren, dass alle Buchstaben mal... Das Y muss viel mehr benutzt werden, ja, das ja auch die fabelhafte Funktion hat, weil ich es sowohl zum I als auch zum Ü benutzen also Fortschritt kann. Fortschritt mit TZ und 2X. Ja, nee, die 2X weiß ich nicht, wo Sie die herhin wollen, aber den Schritt, Fortschritt könnte ich mit Y schreiben. Ja. Ich finde, wir sollten viel mehr den Kindern überlassen, wie sie etwas schreiben wollen. Die Amerikaner, die ich sonst wirklich nicht als Vorbild sehe, ja, haben es in der Grundstufe ihren Kindern freigestellt. Die schreiben Girls heute, G-A-L-S, Girls. Ja. Das ist auch die Wortmalerei entsprechend. Ja. Also mundgerecht. Ja. Sie würden wie Luther sagen, ja, man muss auf dem Volk Mund aufs Maul schauen. So. Und zwar den Kindern aufs Maul schauen, denn die müssen es ja lernen. Wie schreiben Sie das Nichtssagendste? Ja? Was schreiben Sie da? Nichts groß? Ich würde vor allem erstmal das Nichts mit X schreiben, ja? Ja, aber auf jeden Fall nicht groß, ja? Ich würde groß und klein schreiben nur nach der Bedeutung. Sie wenn Sie nicht sagen, dass es das nichts Kleines oder Großes? Moment, wenn das Nichts die Bedeutung haben soll, dass die Bedeutung sozusagen auf dem das Nichtssagende sein soll, ja? Ein furchtbares Wort, Nichts, ja? Ja. Dann schreibe ich es groß, ja. Und die Entstehung des Universums aus dem Vakuumblitz, das wäre ja aus dem Nichts, ja. Mhm. Da würden Sie das, also N-I-C-H-T-Z. Ja, und ich würde das vereinfachen und sagen N-I-X oder vielleicht sogar N-Y-X. Weil das Unbekannte, ja, muss sozusagen in die Sprache einschwenken. Ja, so ist es. Herr Direktor, Sie sind ja im Zirkusgewerbe, das heißt im Unterhaltungssektor tätig. Ja? Am liebsten. Und gleichzeitig sind Sie aus einer Familie der Zauberer. Ja. Ja. Also Ihre Zauberkunststücke entzücken das Publikum immer erneut. Ja? Ja, das haben schon die von meinem Vater und die von meinem Großvater getan. Und bis 1814, ja, nicht, reicht die Familientradition, die in Auftritten besteht, zurück, aber offenkundig reicht die Familie weiter ins Mittelalter zurück. Ja, ja, das ist sogar eine hochherrschaftliche Familie. Magische Techniken? Ja, ja, wir warten auf Marschälle von Frankreich. Ja, einer ist von Richelieu hingerichtet worden, die Montmorency. Montmorency? Ja. Die Familie? Oh ja. Über eine Frau eingeheiratet, die entlaufen ist ihrer Familie? Nein, oder wirklich? Hugenottenflucht. Ach. Ja, ja. Vom Glauben getrieben zum Zirkus. Ja. Jetzt, wenn Sie mal. Zum Überleben.
zum Überleben. Es ist jetzt so, dass Sie ja nun nicht nur im Unterhaltungsbereich diesen Ruf wie Donnerhall haben, ja, mhm. sondern gleichzeitig offenkundig wirklich Magier sind. Ja, ja, Leute tun sich schwer, das einzuordnen. Ich brauche dafür keine Berufsbezeichnung. Sie haben keine Visitenkarte, Zauberer. Nein. Nein. Das haben Sie, Sie haben Plakate, ja, nicht? Aber wenn Sie wollen, zaubere ich Ihnen eine. Ja? So. Aber wie gesagt, das ist nicht das Wesen, ja? Das was Menschen entzückt, Kinder entzückt, ja, nicht? Also gewissermaßen, das sind Tricks, ja? Das ist Kunst, ja? Das ist Artistik. Ja. Ja. Gut, aber das entzückt ja auch Erwachsene. Das ist Schaustellergewerbe. Aber gleichzeitig im Gewande des Schaustellergewerbes soll ja auch der Teufel tätig sein, sagt Walter Benjamin. Sagt er. Und gewissermaßen das Schaustellergewerbe ist die Tarnmaßnahme. Ja, das Mephisto. Nicht nur, sondern das Nous. Ja, nicht? Was ja, nennt man Nous? Naja, Nous ist dieser Zwischenbereich, der nicht definierbar ist ganz genau, zwischen Pneuma, also dem Geist. Ja. Dem Atem. Ja, ja dem, natürlich, was die Menschheit durchweht. Richtig, also nicht zu verwechseln mit Verstand oder Vernunft. Und auf der anderen Seite auch nicht eben, Gefühl, nichts. Ja, nein, das auch andere, Liebe. Ja, alles, was wir an Worten haben für einzelne Gefühle, ist nicht Nous, diese Grundströmung. Nein, Sie lassen mich auch gar nicht ausreden. Es geht ja auf der einen Seite Pneuma und auf der anderen Seite Psyche, das heißt unsere Seele, Anima auf Lateinisch. Und dazwischen gibt es einen Parallelweltenbereich. Es gibt ein berühmtes Beispiel in Ihrer Karriere, ja, in der Sie in einem Fesselungsakt, ja, am Fuße des Flusses Niagara, also im Flussbett, unten liegen. Oben trommelt das Wasser auf sie herab. Von dem Wasserfall. Oben. Von oben. Ja. Und jetzt, ihnen gelang es schon oft, ja, sich ganz schnell zu entfesseln. Ja? Ja. Diese 7 Schlösser, mit denen sie gefesselt sind, und die Handschellen zu öffnen. Ja? Ja. Ohne dass ihnen der Atem ausging. Ja. Weil sie gar nicht vom Pneuma abhingen, sondern mit Nous geatmet haben. Richtig. Ja? Sie haben jenseits dieser Diesseitswelt geatmet. Und jetzt passierte Folgendes. Sie hatten ihren Zauberstab nicht dabei. Katastrophe. Katastrophe. Wie haben Sie es gelöst? Ja, mit den Fingernägeln. Mit was? Mit den Fingernägeln. Und wie haben Sie es gemacht? Ja, die Schlüssel sind sehr einfach. Und im Zauberstab ist sozusagen der Generalschlüssel für alle Schlösser. Ja. Ja, und nachdem ich ihn nicht dabei hatte, und ich wusste aber, wie es funktioniert, ich habe mir 3 abgebrochen, habe ich es halt mit den Fingernägeln gemacht. Anders geht's nicht. Aufzaubern können Sie die nicht. Aber Sie hatten vorsorglich, ja, die länger wachsen lassen, als man es normalerweise tut. Ein guter Zauber hat immer lange Fingernägel. Wird ja sofort durch Wegelagerer, ja, nicht angefallen, wenn er sich in irgendeiner verdächtigen Umgebung bewegt. Ja? Kann man das so sehen? Jeder kann sicher irgendwie etwas an ihm zuzeln, also kann irgendwelche zuzeln Entschädigung... Der richtige Ausdruck ist zuzeln. Ja, wir haben leider im amerikanischen Strafrecht immer wieder Fälle erlebt, wo Leute Lust auf die Verdächtigung hin
erhebliche Summen erstritten haben, wegen sogenannter unsittlicher Berührung. Das wird dem kleinsten Polizisten, der einen Ladendieb festgenommen hat, vorgeworfen. Und es werden diese Summen gezahlt. Ja? Und ich möchte auch dagegen mal vorgehen, ja, dass eben nicht, wie Sie schon richtig sagen, Wegelager einen Star anfallen, weil sie glauben, man kann da Geld schinden. Das Wort, es schneidet mir ins Herz, das kann man sich natürlich vorstellen, wenn man das Herz sozusagen herausgenommen hat aus dem menschlichen Körper. Es würde natürlich viel mehr bluten, aber irgendwann hört die Blutung auf, weil ja kein Nachschub mehr da ist. Und dann kann ich sozusagen dieses Herz schneiden. Dann habe ich das Wort ausgefüllt. Nicht? Herzzerreißend wäre natürlich ganz anders. Da müsste ich sozusagen nehmen und in Stücke reißen, was viel schwieriger ist, als man sich das vorstellt. Denn das ist ein sehr zäher Stoff. Gewissensbiss? Gewissensbiss? Die Schuld biss mir ins Herz. Nein, die Schuld beißt mir nicht ins Herz. Der Gewissensbiss, den gibt es. Bloß, wie beißt mein Gewissen? Beißt es mit den Zähnen? Ja, aber das wäre vielleicht zu naturalistisch. Ja? Man müsste vielleicht noch eine andere Wirkung finden. Ja. Deswegen, das mit dem Gewissen ist so eine Sache. Weil das Gewissen steckt nicht in den Zähnen. Sicher nicht. Und wo steckt das Gewissen? Im Kopf? Ich würde eher sagen im Bauch. Das war wund. Ja, ich meine, die Tropen, die haben ihm zugesetzt. Und er konnte nicht mehr voll sprechen, weil niemand mehr da war, der ihm zuhört. Ich war der einzige Zuhörer. Das heißt also Skorbut im geistigen Sinne. Ja, es war natürlich ein geistiger Skorbut. Und deswegen war auch der Befall so besonders dramatisch. Und hier geschwollen, also alle Schleimhäute im Mund geschwollen. Nicht aus, es war innen. Und das ist jetzt sozusagen der Ort, ja, wo der linke obere Eckzahn herstammt. Ja. Der war noch in diesem weichen, sumpfartigen Gewebe dieses Kaisermundes. Ja, der fiel eines Tages heraus. Der Arzt musste fast gar nicht ziehen. Er fiel heraus und wir hatten ihn. Sie geistesgegenwärtig sagen, das bewahren wir auf. Natürlich. Wurde in eine Samtschatulle gelegt. Ja, er wurde erstmal, haben wir ihn gesäubert und desinfiziert. Mikroben weg. Und dann wurde er sozusagen einbalsamiert und kam in diese Schatulle. Ja. Wenig später war der Kaiser gestorben. Ja, wurde selber einbalsamiert. Den Zahn hatten wir gerettet. Ja, und der konnte auch nicht mehr vergehen, der blieb. Immerhin, ja, an einer sehr intimen Stelle im Munde, ja, nicht, hatte er sozusagen den Kaiser begleitet. Ja, hat ihn sein Leben lang begleitet. In Austerlitz. Er hat ihn auch missachtet. Ich meine,
Das wäre vielleicht nicht dazu gekommen. Er hat sich nie um seinen Zahn gekümmert. Er hat für alles andere Interesse gehabt. Aber im Fleisch saß der Zahn. Ja. Und auch in Moskau im Winter wurde er mittransportiert. Ja? Aber er wurde von, der saß warm. Er wurde von seiner Majestät eigentlich misshandelt. Er hätte früher etwas für den Zahn tun können. Und jetzt, durch Putzen oder was? Ja, natürlich. Durch, nicht drauf beißen. Nein, vor allem eine Mundhygiene. Ja. Ja, aber er hat natürlich seinen Mund keine Zeit. Als Hygieneplatz betrachtet, sondern als Platz, wo Worte entstehen und sonst hat er sich werden. Wunderbar gewaschen, nicht? Also ja. Er war ein sehr sauberer Mensch, nicht? Ja. Ja. Füße immer gewaschen, ja, ja. Aber bei den Geschlechtsteilen immer. Alles war, aber er hat seinen Mund missachtet, er hat nicht daran gedacht, dass dort auch... Verlautbarungsorgan. Ja, mhm. Dass dort auch Details sind, eben wie Zähne, die man eben besonders pflegen muss. Wie sprach der Kaiser? Ja, einerseits konnte er doch sehr leise sprechen, wenn er diktierte. Ja, ja, aber wenn er an die Leute sprach, hatte er eine dröhnende, weittragende Stimme. Ja, er konnte also... Napoleon genannt der Lautsprecher. Ja, ja. Trotz seines nicht so... stattlichen Wuchses, hatte er ein ungeheures Brustorgan. Röhre, ja, kann man sagen, eine Röhre. Und konnte, das heißt, also er konnte die Luft sozusagen richtig ja. Röhren, ja. Soldaten, auf euch blicken 4000 Jahre herab von diesen Pyramiden. Ja, natürlich. Nicht? Können 4000 Jahre überhaupt blicken, haben die Augen? Ja, ja. Würden Sie schon sagen? Ja, ja. Ja. Wenn Sie wollen. Im Gleichnis. 4000... Oh, natürlich, alles ist Gleichnis. Ich meine, natürlich. Wären die ein Auge, so wie auf dem amerikanischen Dollar? Nein, jede Schicht der Pyramide sind Tausende von Augen. Es ist auch nicht ein Auge, sondern eben 4000. Dann blicken 6000 Soldatenaugen in die Richtung, in die Napoleon weist. Ja. Ja? Und von dort aus blicken die Pyramiden Steine zurück. Ja. Ja. Die sind noch viel mehr und noch viel älter. Jetzt. Dieser Zahn, ja, also gewissermaßen trotz Missachtung doch eigentlich immer an intimer Stelle treu in Gegenwart des Kaisers. So nah ist nichts sonst ja dem Kaiser wie seine Zähne. Ja, das kann man ja sagen, nicht? Kann man sagen. Ja, nicht? Also keiner seiner Kameraden oder so irgendwie stand ihm so nahe, ja. Nein. Und dieses intime Stück, der obere Eckzahn, wurde jetzt gerettet, ja, und ein britischer Arzt entfernte den Körperkalk, ja, ja. Nicht? Und dann war es im Besitz eines italienischen Grafen, eines Verehrers, ja, oder Verehrers. Nur kurz, ja. Und sie haben es verfolgt. Und jetzt bei Sotheby's, ja, für 5000 britische Pfund hat jemand, der Französisch 15, sprach. 15, nicht 5000, 15. 15.000 britische Pfund. Ja. Ja. Wurde der Zahn bei Sotheby's ersteigert, ja, ja. Von jemand, anonymer Bieter. Ja. Und das war ein Ururenkel. Ja. 6 Generationen trennen sie. Ja. Ja. Von der Gegenwart. Ja. Und, aber sie haben Einfluss. Ja, natürlich, das war auch ganz wichtig, dass dieser Zahn in unserer Familie bleibt, weil diese Familie heute noch Adjutant des Kaisers ist. Floriert. Das weiß keiner von ihren Urenkeln. Das muss ja auch keiner ja, wissen. Wirtschaftsführer. Das muss, ja. muss gar keiner wissen. Aber in Wirklichkeit, ohne dass sie es wissen, sind sie alle Adjutanten seiner Majestät. Weil sie es so wollen, ja? Nicht, weil sie es sozusagen ja. immer geblieben sind. Ja, ja natürlich. Ja. Und dem kann sich auch keiner entziehen. Ja. Ganz egal, welchen Beruf er ausübt. Wie lange sind Sie jetzt schon tot? Ja. Immerhin 6 Generationen, 6x30 Jahre. Naja. Ja. Gut 180 Jahre. Ich bin dann Jahre. 1832, glaube ich, verblichen. Ja. Ja. Und jetzt hier gleich aufgenommen in Elysium. Ja, nicht? Champs-Élysées geradeaus, links abbiegen. Ja, ja und dann wieder kommt, rechts. Ja, ja, ins Elysium. Ja. Und trifft dort, Napoleon haben Sie dort nicht getroffen. Nö, nicht. Merkwürdigerweise. Gibt offenkundig ich habe eigentlich geschaut. Ja. Ich habe eigentlich geschaut. Ich habe gedacht, vielleicht kommt er. Aber er ist wohl doch Voltaire woanders. Voltaire war da. Ja? Nicht? Voltaire war da. Adorno war da. Ja. Es waren alle möglichen Leute da. Bloß für Napoleon war es wohl doch nicht der richtige Ort. Wenn Sie statistisch nehmen, keine Ehrgeizigen, die irgendwie was mit dem Magen haben. Es gibt offenkundig ein Elysium für Magenkranke, Ehrgeizige, ja, und welche für Ausgeglichene, die gerne essen. Ja, zu denen gehöre ich ja.
Und deswegen werde ich wohl auch diese Leute nicht dort gesehen haben. In diesem Todes den Napoleon war natürlich ehrgeizig. Einmal sehen. Ja? War natürlich ehrgeizig. Ja, ja, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, in Dantes, Natur, ne? Im Inferno, ja, wie Dante es beschreibt, ja, ja, wäre ja auch ganz großartig aufgehoben, ja, und in großartiger Gesellschaft. Aber offenkundig ist die Vorstellung von Dante eines Trichters, ja, eines Höllentrichters unter Jerusalem mit verschiedenen Rängen, ja, ja, abwegig, mittelalterlich, nicht? Während in Wirklichkeit die Neuzeit sich aufbewahrt im Elysium. Ja, ja, wo dieses Elysium hat natürlich auch seine Untiefen, und dieses Elysium hat sozusagen auch Etagen, ja, und jede Menge. Aber von Kommunisten sind bei Ihnen nicht anzutreffen gewesen. Aber sie werden da sein irgendwo. In einem anderen. Nicht? Ja? Es gibt offenkundig Parallelen. Sie können sich das vorstellen, Elysium, wie ein riesiges Renaissance-Theater mit 5, 6, 7 Rängen und versteckten Logen. Ein Götterhimmel. Ja, ja, vor allem die ganzen Logen, Verliesen drin sind. Ja, ja, nehmen Sie nur das, was Sie sehen. Ja. Darunter gibt es natürlich Bühnen, dahinter gibt es Bühnenräume, dahinter unten gibt es Keller, im Dach gibt es Gott weiß was, ja. Aber das, was Sie sehen da lange, ist schon vielschichtig. Und man darf sich ja gar nicht als Haus vorstellen mit festen Wänden. Ja? Denn Sie können doch sozusagen gehen, ja, Sie, und gehen durch alles hindurch. Ja? Wolken sind es aber auch nicht. Nein, nein, es ist... Das ist eine andere Art Materie. Ist es Äther? Es ist gar nicht so sehr, dass es Äther ist, sondern dass wir ätherisch sind. Wir können durchgehen, ganz egal wo. Das heißt, die Ätherleiber, ja? Die Astralleiber, ja? Ja, gehen vor sich hin. Auch durchaus getrennt. Also Sie könnten doch sozusagen vielgliedrig auftreten. Ja? Ja. Und wenn Sie gleichzeitig als Schutzengel des Zahns des Kaisers auf Erden weilen, sind Sie gleichzeitig im Elysium im Gespräch. Gut, er ist ja auch nicht mehr auf Erden. Ja. Also die Funktion, die ich ausübe, immer ausgeübt habe, die kann ich unvermindert ausüben. Als Adjutant, ja, ja, nicht? Und wenn Sie den Mann nicht schützen konnten, ja, nicht? Sie konnten den Kaiser nicht retten, sein Amt nicht retten, aber seinen Zahn können Sie retten. Ich kann den Zahn retten und ich kann seine Seele auch immer behüten. Ja? Wie sieht das aus? Also Sie haben ihn nicht getroffen, dann können Sie auch seine Seele nicht getroffen. Doch, seine Seele, dazu muss ich ihn nicht treffen. Seine Seele kann ich fühlen. Ja? Ist sie ein Vogel? Frei ist sie. Sie ist frei, Sie müssen sich eher vorstellen. Aber nur gleichnisweise einem Vogel zu vergleichen. Stellen Sie sich eher vor, eine kleine Wolke. Ja, das ist eine zarte Seele. Eine nicht materielle Wolke. Ja, ja, natürlich eine nicht materielle. Eine gedankliche Wolke. Ja, Wolke ist ja sowieso schon ziemlich... Also die Idee Napoleon. Ätherisch, ja. Nicht? Die Idee Napoleon wird dann sozusagen in diesen Sphären so lange aufbewahrt und ergeht sich, ja, bis sie wieder in irgendeinen Menschen schlüpft. Ja. Am französischen Staatspräsidenten, ja, Sultan von Brunei. Warum? Sie meinen Carla Bruni? Bitte, hat man, ja, kann durchaus einen Seelenteil, einen Funken, ja, Napoleons, ja, in sich tragen. Ja. Glauben Sie nicht? Doch. Doch, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er in einer Frau inkarniert. Hm. Carla Bruni wäre eigentlich nicht schlecht. Hm. Ha, Sie meinen also ein Stück Napoleon, also bonapartistischer Seele. Seele, ja, neben Sarkozy. In der Frau, er, ja, ja, sodass sie ihn quasi wieder wie ein Engel, ja, ja, nicht hebt. Ja. There was a madman, and he had a mad wife, and they lived in a mad town. The father was mad, the mother was mad, the children all mad besides. And they all got upon a mad horse, and madly they did ride. They rode by night, and they rode by day, yet never one of them fell. They rode so madly all the way, till they came to the gates of hell. Thank you.
Und Sie spielen den unbekannten Soldaten, ja? Der auferstanden ist. Ja, natürlich. Als Oberst Dr. Hans Karl Fritzsche. Richtig. Und Tarantino hat mir gesagt, ich soll das also wirklich so spielen, als wenn ich der Prototyp eines solches auferstandenen Toten bin. Ich muss also auch die Reste des Volkssturms, die alten Greise, die jungen Pimpfe, mitreißen. Aber dass er Ihnen nicht irgendwie eine Maske gegeben hat? Nein, darauf haben wir verzichtet. Dass Sie als Leiche sozusagen kämpfen? Der Witz ist eben, dass Tarantino meint, wir wollen da keine Fasnachtsspuk haben, ja. Wir wollen sozusagen lebendige, gut genährte Gesichter. Ja, und es muss sozusagen in der Fantasie der Köpfe sich abspielen. Es sind sozusagen lebende Tote, aber sie leben. Und die treiben jetzt die Russen hinter den Ural zurück, ja? Das ist die Idee, ja. Wie weit Wenk sozusagen nachstößt, vom Harz her. Ja, ja. Wenk hat ja sozusagen gerade zur selben Zeit seine Brockenerfahrung gemacht. Ja, denn es ist ja die Walpurgisnacht. Diese Nacht vom, die Nacht vom 30. Auf, 4. auf den 1. Mai. Nicht? Und da ist Boxberg, Hexentanzplatz und natürlich. So weiter. Und das wurde eingeleitet. In Bewegung gesetzt. Ja, und das Tolle ist, eingeleitet durch den Tod, den Heldentod des Führers, eingeleitet. Und wird von fangen Hexen, die Hexen an zu tanzen. Da fangen die Hexen zunächst an zu tanzen. Jubilieren sie. Endlich ja. ist der Tyrann tot, oder wie meinen Sie das? Ja, es kommt darauf an, ob sie in der PGs waren oder nicht. Es gibt natürlich Hexen, die waren in der Partei. Die trauern, aber sie tanzen. Man kann ja auch trauernd tanzen. Das ist ja das Tolle an diesem Hexensabbat, das jüdische Wort Sabbat, hier drin. Ja, selbst die tanzen mit. Das heißt also, es ist eine ganz unheilige Mischung, ja. Aber die hier jetzt, denn auf der Ebene, alles Politische von 33 bis 45 ist ja auf der Ebene der Hexen, ja, noch einmal ganz was und anderes. Kulminiert dort, ja. Und kulminiert. Nicht, das ist ja das, heißt, das Interessante. Die spielen jetzt verrückt und treten ein in die europäische. Die katholischen Hexen, die reformierten Hexen, die als Hexen verbrannt wurden, alle die sind jetzt nochmal dabei. Stehen und als Geisterarmee, ja, gegen die Russen. Ja? Eben. Gegen den bolschewistischen Feind. Eben. Und holen die Toten aus den, die Hexen holen praktisch die Toten aus den Gräbern heraus. Wie die Walküren. Ja. Und es sind praktisch auch Walküren, nicht? Amazonen mehr oder Walküren? Nein, Walküren. Weil sie ja zwei Brüste haben. Naja, vor allem nicht nur das, weil sie zwei Brüste haben, sondern weil es sich hier um den nordischen Aufstand handelt gegen das ostslawische Barbarentum. Ja, das damit Amazonen, das ist klassisches Altertum. Aber die ganzen in Frankreich verbrannten Hexen und so ein paar amerikanische in Boston. Nein, die verbrannte. Können wir gar nicht gebrauchen. Wir haben genug eigene Hexen. Ich meine, der unbekannte Soldat soll dort unterm Arc de Triomphe liegen bleiben. Den wollen wir nicht in unseren Reihen haben. Wir, die deutschen Toten und die deutschen Hexen, wir stehen gemeinsam auf. Das reicht. Und der Titel heißt Die wilde Yacht, ja? Nicht ja, wilde Yacht. Es gibt auch die Möglichkeit, die Brücke von Tarantino. Ja. Da hat er sich so einen Scherz mit seinem Namen erlaubt. Ja. Ich finde die Brücke von Tarantino eigentlich schöner. Er hält ja die möglichen das Titel hin, bis er fertig ist. Ja, also das heißt, Bild, also der wie, Titel, wie diese Geisterarmee über die Brücke stürmt, das ist schon tolle. Welche, die Brücke in der Beresina? Das ist die Brücke schlechthin. Das ist nicht einfach die Brücke der Beresina. Wir gehen da, sondern die Brücke, die uns sozusagen... Wie ein Regenbogen. Ja, wie ein Regenbogen, das Reich der Toten über die Brücke in die Neuzeit führt. Was ist eigentlich ideologisch da? Die Auffassung von Tarantino, der sagt, diese Frauen, ja, nicht, die jetzt hier aufbrechen vom Hexentanzplatz, vom Boxberg, ja, Richtung Osten, dem Wetter folgend. Ja, es ist vor allem die Rache der Frauen. Das ist die unterdrückten Frauen, ob das nun in Konzentrationslagern verbrannte oder bei der Reformation umgekommene auf katholischer oder protestantischer Seite, Hexenverbrennungen des Mittelalters. Alle diese Frauen stehen auf und zerren die Toten aus den... Und die sind weder für die Nationalsozialisten befangen, noch für die Marxisten irgendwie empfänglich, ja, noch für die Plutokraten im Westen.
Richtig. Das macht Tarantino, weil es besonders politisch inkorrekt ist und irgendwie aufregt. Das ist gar nicht so inkorrekt, wenn man sich überlegt, dass inzwischen diese Bewegung ja da ist. Ja, aber es sind keltische Frauen. Ja, ach, vorwiegend, das, ja. Und manche Märtyrerinnen, machen Sie doch nicht so feine Unterschiede. Die 11.000 Jungfrauen von Köln. Ja? Ja, machen Sie doch nicht so feine Unterschiede. Es sind die Frauen Deutschlands, ja, da hat der Tarantino schon recht und geht da wie auch sozusagen... Sie gegen Unterdrückung überhaupt und wie die wilde verwegene Yacht sind sie, erströmen sie über die Himmel, da ist kein Bomberkommando in der Lage, sie aufzuhalten. Ja. Keine Yachtflugzeuge, die schwimmen oder wie würden Sie das sagen, sie stürmen. Stürmen. Ja. Noch über den pazifischen Kriegsschauplatz hinweg und kommen von der anderen Seite und wieder zurück. Und singen dabei, wir sind Lützos wilde verwegene Yacht. So. Das macht nicht. Befreiungskrieg ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür. Ja? Und ob der Napoleon nun eigentlich aus Frankreich kam, sie stürmen gen Osten, als wenn Napoleon noch vor Moskau stand. Ja, und so kommen ja, wenn sie im Osten mal genügend gestürmt sind, ja, im Westen wieder treten sie in Erscheinung. Naja, gut. Ball, Papa. Peterchen, der Ball bleibt hier. Komm. So, zeig mal. Nochmal von vorne gucken. So, fein, Peterchen, fein. Ja. So. Komm. Also Weihnachten entspricht uns Deutschen eigentlich viel mehr. Und davon der Heiligabend. Ja, es ist auch inniger, das Fest. Ja. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass man als Ersten aber dennoch der Leidenden denkt. Das heißt, wenn ich meine Ansprache an die Truppe halte, nachher werde ich beginnen mit liebe Verwundete, die ihr euer Körper hingegeben habt für zum Vaterland. Teil für das Vaterland hingegeben habt. Pfundweise. Es ist ja eigentlich so. Gliedweise. Ja, aber Pfundweise. Auge, zum Beispiel, wenn einer das Auge verloren hat, hat er kein Glied verloren. Oder ist das Auge auch ein Glied? Ist auch ein Glied. Ja. Aber ich würde sagen, wir wollen es auch schön machen. Pfundweise ist natürlich ein ganz schlechtes Bild, sondern es muss eben wirklich auch zu Herzen gehen. Ja. Und wenn ich gliedweise sage, dann schließe ich natürlich Augen und Ohren ein. Wobei ein Verlust des Auges ist was Tragisches. Verlust eines Ohres unter der Nase hat immer schon wieder etwas Komisches. Ja. Das will man also gar nicht so sich vorstellen. Aber wenn das Herz weg ist, dann wär der Mann tot. Würde ich sagen, das ja. Das wäre zu viel. Das wäre zu viel. Also wir müssen schon Leute ansprechen, von denen, die eine Überlebenschance auch haben. Das Herz über die Hürde werfen? Lass mir das Herz mal außer, alles, was innerhalb des... Herz verschenken soll man ja zu Weihnachten. Das ist wieder was anderes. Lassen Sie mich an meine Ansprache denken, wen ich ansprechen will. Ich möchte gerne von unten herauf, vom Leiden herauf ansprechen, auch eben leiden tut in erster Linie natürlich die Gemeinschaft. Ja, ich werde bis zum Obergefreiten, Stabsgefreiten ansprechen. Ja, und erst dann die Unteroffiziere und dann als letztes die ganze Hierarchie sozusagen der Webel und dann erst zum Offizieren kommen. Ja, und den Generalstab als allerletztes.
Und Intendanturäte überhaupt nicht, ja? Die sozusagen im Speck schwimmen. Ja, nein. Ich meine, hier geht es darum, die anzusprechen, die wirklich unter dem Krieg leiden. Und das ist natürlich nur in der unteren Hierarchie möglich. Und am ganz schlimmsten trifft es natürlich die Mannschaft, die im Winter ihre Knochen im Russland hinhalten, ja. Wie man sagt, so weit die Füße tragen. Oder die in Afrika in der glühenden Hitze leiden, ja. Ich werde vielleicht auch auffordern, bestimmte Lieder anzustimmen. Nicht nur Weihnachtslieder. Ich denke auch bei dem Afrika-Chor. Man sollte eben verstaubt sind die Gesichter. Doch froh ist unser Sinn, ja Sinn. Es braucht unser Panzer im Sturmwinter hin. Das muss mit Weihnachten vereint werden. Ein gemeinsamer Vorstoß in Richtung Weihnachten. Ist doch eigentlich noch ganz heiß dort, ja? Natürlich. Also ich habe gesehen in der Wochenschau, dass da Spiegeleier auf der Panzerplatte gebraten werden können. Das können Sie sogar im Dezember machen. Bloß Sie müssen. Aber nicht abends. Nein, nicht. Am späten Nachmittag ist das vorbei. Weil so abends, wie die Sonne verschwindet, wird die Wüste kalt. Aber ganz schnell. Und zwar eiskalt. So wie in Narvik, aber da werden die Öfchen geheizt. In Narvik ist es auch tagsüber nicht warm. Nein. Und ich meine, das Heizen ist natürlich in Narvik eine Notwendigkeit. Mollig, ja. Nein, es war eine Überlebensnotwendigkeit. Überlebensnotwendigkeit. Während die Kälte in der Wüste, die meisten, die es nicht gewohnt sind, ja überrascht. Ja, man stellt sich das nicht so vor, dass etwas so schnell auskühlen kann und sozusagen als Minusgrade empfunden werden kann. Und das kommt ja der Situation in Bethlehem sehr nahe. Ja, auch dort schlug die Kälte nachts zu. Und es war noch gar nicht sicher, dass das heilige Paar empfangen wird. Nein, vor allem, ich meine, die Darstellung der Krippe, ja, mit dem Heu und den Esels- und den Schafsfällen, das heißt, dieses Bedürfnis, Wärme herzustellen, deutsche Gemütlichkeit herzustellen, die ist schon richtig, denn es ist tatsächlich nachts kalt. Ja? Und das sagen Sie jetzt der Truppe, ja, weil es auch hier jetzt eine tröstende Wirkung hat. Ja? Wenn es in Bethlehem noch kälter war, ja, als hier bei der Truppe in den Wolchow-Sümpfen oder bei Stalingrad, dann kann man daraus entnehmen, ja, der Krieg hat doch einen Sinn. Ja, er muss einen Sinn haben, sonst ist ja das Leiden der Einzelnen, der Verlust der Gliedmaßen gar nicht zu verstehen und nicht zu rechtfertigen. Und das ist sozusagen der Zweck des Divisionspfarrers, ja? Diesen Zweck immer wieder einmal zu erklären, wenigstens zu festtagen. Ja, ich muss ihn erklären und ich muss gleichzeitig eben auch eben einen höheren Sinn geben. Ja. Ja? Und der ist natürlich mit dem Weihnachtsfest hervorragend geboten. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, heilige Paar. Launer Knabe im lockigen Haar, Christ der Retter ist da, Christ.